Können Sie das einfach alles etwas vielleicht mal beschreiben, wie das für Sie war, auch diese Momente gerade in der Kurve bei den Fans? Ich will nicht in die Kurve, aber ich wäre zu viel. Ich glaube, die wäre enttäuscht gewesen, zu viele Leute dann, wenn ich nicht gegangen wäre. Und dann mache ich es halt. In die Kurve gehöre ich nicht. Die Spieler gehören in die Kurve. Und ich bin nur Trainer. Und die Leute, die auf dem Platz sind, sind die, warum die Zuschauer kommen. Die Spieler. Aber ich konnte es nicht anders machen. Und es war jetzt auch okay, das zu machen. Aber grundsätzlich gehöre ich dort eigentlich nicht hin. Genau. Und jetzt ist wieder gut. Jetzt ist es vorbei. Hier, ich habe mir man muss fast von tausende Trainings sprechen, von Spielen, ich bin in dem Verein halt seit 25 Jahren. Es ist halt so, und wenn du 25 Jahre im Verein bist, das wird ja nicht abgerissen, das Stadion, das ist ja weiter da, aber, und jetzt geht halt was Neues los, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, und wenn du halt irgendwo warst, 25 Jahre, jemand in der Firma war, und es gibt so eine Veränderung, und die Leute sind dann da, dann ist, nimmt einem das halt auch ein bisschen mit, aber jetzt ist es gut, jetzt ist es vorbei. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, dass die Leute Freude hatten und jetzt nicht traurig heimgehen. Und dann geht es weiter. Aber es war toll natürlich, es war schön.